BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Nobby Dickel, unser Held von Berlin. Kultfigur und nach eigener Aussage 24 Stunden am Tag schwarz-gelb. Heute vor exakt 31 Jahren unterschrieb er beim BVB. Kein rundes Jubiläum, aber trotzdem für uns ein Anlass, mit ihm gemeinsam seine 5 schönsten und wichtigsten Tore anzuschauen. Ja, es war mein erstes Tor für Borussia Dortmund in Uerdingen. Langer Ball von Marcel Raducanu, technisch einwandfrei gelöst. Ich weiß gar nicht, zu welchem Spielstand das war. Auf jeden Fall für mich ein wichtiges und schönes Tor, das erste Tor für meinen geliebten BVB. Da erinnere ich mich natürlich ganz genau dran. Das war 15. Dezember 89. Das war mein letztes Spiel. Es war mein 90. Spiel für Borussia Dortmund. Und in der 90. Minute war das mein 40. Treffer. Deshalb für mich auch ein ganz besonderes Tor. Ganz ehrlich, das Tor habe ich nie wieder gesehen. Ich sehe das jetzt zum ersten Mal und habe das in Erinnerung als sehr schönes Tor und freue mich darüber. Und deshalb habe ich mir dieses Tor auch gewünscht, weil es ein besonderes war. Mal nicht aus dem Gestochere raus oder... Deshalb tolles Tor. Nix Rasenheizung? Nein, Schnee. Und wir lagen hinten und wir mussten aufholen. Und das ist eine typische Situation für die Zeit gewesen. Michael Lusch auf der rechten Seite geht durch, flankt in die Mitte. Und da hast du bei dem Boden hast du nicht viele Möglichkeiten. Einfach volle Kanne drauf, mit 300 den Ball in die Maschen. Und dann musste ich noch aufpassen, dass ich nicht hinten gegen den Zaun rutsche und mich noch verletze. Also das war... Und gegen die Bayern. Wir haben am Ende, glaube ich, 2-2 gespielt und Michael Zorc hat noch ein Tor gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Deshalb war das auch ein besonderes Spiel. Dieses Tor hat sicherlich mein Leben nachhaltig verändert. Es war das 3-1 und damit war klar, wir werden das Pokalspiel 89 in Berlin gewinnen und mit meinem kaputten Knie und dann so ein schönes Tor, war übrigens auch Tor des Monats, ich habe ihn einmal erzielt. Ein Tor, was für mich natürlich eine ganz, ganz, ganz große Bedeutung hat für den Rest meines Lebens.